Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte nochmal auf den Unterschied zwischen Verschmelzungstyp und Autonomietyp eingehen und wie man herausfindet, zu welcher Kategorie man gehört. Das scheint oft unklar zu sein und wird immer wieder gefragt. Es ist deswegen relevant, weil wenn ich weiß, zu welchem Typ ich gehöre, dann ist auch klar, wo mein Weg zur Transformation lang geht. Im Detail habe ich das natürlich in meinem neuen Buch, der Vagusschlüssel, beschrieben. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen, aber hier in YouTube für die, die das Buch vielleicht nicht oder noch nicht haben, damit es ein bisschen schneller geht. Mein Name ist Gopal, ich bin Traumatherapeut und spiritueller Lehrer, Referent, Sachbuchautor und berate große Organisationen im ehrlichen Mitteilen. Also, was ist das überhaupt? Autonomietyp, Verschmelzungstyp. Das ist ein Typensystem, nicht dass du oder irgendjemand das ist, sondern das ist eine Strategie, mit der wir die Situation als Kind nicht gelöst, aber zumindest überlebt, ja, oder irgendwie geregelt haben. Es ist eine Möglichkeit gewesen, eine Art von Verbindung zum Umfeld herzustellen, das keinen vollständigen Kontakt und keine vollständige Bindung ermöglicht hat. Und das betrifft fast alle von uns in dieser Gesellschaft. Es ist also ein Typensystem, was beschreibt, wie die Notlösung im zwischenmenschlichen Kontakt ist. Und da das in der frühen Kindheit entstanden ist und als Lösung sozusagen, als Lösung, Pseudolösung, in unser Nervensystem wie physisch eingebrannt ist, weil das ist das, was wir erlebt haben. Und das ist, ein Kind hat keinen Kontext, sondern für das Kind ist die Welt so, wie es sie erlebt. Und da das in der, wie gesagt, eine Wachstumsphase passiert, wird das zum Fundament unseres inneren Lebens. Und wir merken das gar nicht, auf welchem Fundament wir eigentlich unser ganzes Leben aufbauen. Es gibt natürlich viel komplexere Typensysteme, wo mehr zu sehen ist, mehr in die Detailtiefe gegangen wird, wie das Enneagramm zum Beispiel oder Tibetan Pulsing. Es gibt noch viele andere. NARM ist auch, inkludiert auch ein Typensystem. Die sind teilweise sehr, sehr komplex. Und für uns als Gesellschaft, für jedermann sozusagen, ist es halt am einfachsten, wir konzentrieren uns auf diese rudimentäre Bewegung, ja, auf diese zwei Optionen. Und das ist sozusagen, das sind auch die zwei Bewegungen des Lebens. Auf etwas zu, wo ich hin möchte, und von was weg, was mir nicht gut tut. Und aus Sicht der frühen Kindheit bedeutet das, wenn ich in der Hinbewegung zum Objekt, also zu dem Umfeld, zu den Eltern, zur Mutter, wie stecken geblieben bin, weil die Hinbewegung nicht komplettiert wurde, aus welchem Grund auch immer, dann ist das wie, das ganze System hängt in dieser Hinbewegung fest und als Kind hätte es komplettiert werden müssen, heißt, die Verbindung hätte stattfinden müssen, weil der Organismus das gebraucht hat. Und wenn das aber das Beziehungsmuster der Eltern so destruktiv ist, dass sozusagen diese Hinbewegung möglich ist, aber nicht von dem Umfeld ja entgegengenommen wird, dass das durchläuft, dass der Kontakt zustande kommt, dann hängt dieses Nervensystem in dieser Bewegung fest. Und das ist auf Dauer nicht auszuhalten. Also lagern sich darüber alle möglichen Schichten und als Erwachsener merkt man das nicht mehr, sondern als Erwachsener, und jetzt reden wir vom Verschmelzungstyp, das ist der Verschmelzungstyp, der merkt gar nicht, dass er ständig nach außen orientiert ist und ständig etwas und jemandem hinterher rennt, ständig da draußen versucht, was zu erreichen und zu bekommen. Das sind Menschen, die sehr kontaktfreudig sind in der Regel, ein großes Talent haben, Kontakt herzustellen, auf Menschen zuzugehen, weil das sozusagen das Fundament ihres ganzen Lebens ist, ohne dass sie das selber merken. Sie sind ganz nach außen konzentriert und können Menschen blitzartig einschätzen, sehr genau einschätzen. Wobei das auch nicht ganz stimmt, sondern die leben ja in der Projektion. Das heißt, es ist ja noch kein wirklicher Kontakt, aber der ganze Fokus ist nach draußen gerichtet. Beim Autonomietyp sieht es genau umgekehrt aus. Der musste als Kind lernen,
da draußen, was da draußen ist, ist so katastrophal oder gar nicht vorhanden. Ich muss eine Lösung alleine finden. Es gibt aber keine Lösung alleine. Wie gesagt, wir reden von Pseudolösungen. Also nimmt dieser Mensch die Energie, die Aufmerksamkeit von dem Umfeld, zieht das ab von den Eltern. Wie gesagt, der umgekehrte Vorgang und lenkt das nach innen. Und dann haben wir drei Möglichkeiten in die Gedanken. Zum Beispiel. Oder in Körperempfindungen und Krankheiten. Oder ganz raus in nicht personale, spirituelle Räume. Wir können aber nicht ohne ein Gegenüber leben. Und der Autonomietyp nutzt sozusagen seinen Gedankenraum als Ersatz gegenüber. Das sind Leute, die sind wie mit ihren Gedanken verheiratet. Die sind sehr identifiziert mit ihren Gedanken. Ein Beispiel. Oder wenn es in den Körper geht, dann produzieren diese Menschen Krankheiten und Symptome. Dann ist die Krankheit und das Symptom wie ein Ersatz gegenüber, mit dem man sich dauernd beschäftigen kann. Weil wenn ich kein Gegenüber habe, dann kann ich mich nicht wahrnehmen. Das ist wie eine Auslöschung. Ich kann nur ein verdichtetes Etwas als ich spüren, also ich, wenn es ein Gegenüber gibt. Wenn in der Kindheit aber kein adäquates Gegenüber vorhanden ist oder etwas, was so katastrophal ist, dann muss ich mir einen Ersatz gegenüber schaffen. Das macht der Organismus automatisch. Da ist ja auch eine Intelligenz drin, um nicht verrückt zu werden. Und was heißt verrückt? Verrückt heißt, es kann sich kein stabiles Ich bilden. Also nutze ich das. So, und die Variante, ganz auszusteigen, das ist auch keine Lösung, weil da gibt's dann kein Ich mehr. Ja, das ist einfach ein Dimensionswechsel. Aber das ist keine Lösung, weil der physische Körper ist ja immer noch da. Es wird also einen immer wieder hier reinziehen und in die ungelösten Leidensräume. Also das sind die zwei Typen, ja, die aus Notlösungen aus der Kindheit entstanden sind. Und jeder Typ hat auch, wie gesagt, besondere Fähigkeiten. Beim Verschmelzungstyp hatte ich es ja schon erwähnt. Der Autonomietyp, da ist zum Beispiel, der hat eine große Fähigkeit, Kontexte wahrzunehmen oder zu bilden, Dinge objektiv zu betrachten, weil der ist wie losgelöst von dem ganzen zwischenmenschlichen, emotionalen Primborium. Da ist der wie draußen, der hat sich ja abspalten müssen. Der hat also von der Mentalität her eine breite Sicht, eine objektive, weitgehende Sicht, die jemand als Verschmelzungstyp nie haben wird. Und genauso wird ein Autonomietyp niemals die Herzensqualität oder die Empathie oder das Feingefühl für den Kontakt mit anderen Menschen haben wie ein Verschmelzungstyp. Es hat alles Vor- und Nachteile. So, wie kann man das jetzt am besten erkennen, zu welcher Kategorie man gehört? Der Verschmelzungstyp lenkt seine Energie nach außen. Also das Kriterium, wo man das festmachen kann, ist, wo die primäre Energie hingeht. Also der erste Impuls sozusagen. Und jetzt, wenn du noch nie irgendwas anderes erlebt hast, logischerweise, dann ist es natürlich schwer, weil du keinen Kontext hast. Ja, aber vielleicht hilft es dir trotzdem. Also der eigentliche Impuls, egal aus welchem Grund, immer zu den anderen geht, immer nach draußen, immer da draußen dich mit den Menschen beschäftigst, von dir weg. Wenn es immer nur um die anderen geht, nie um dich und so im Hintergrund so ein heimlicher Groll und Wut, ja, wie so im Hintergrund zunimmt, das ist Verschmelzungstyp. Also der Verschmelzungstyp geht zwanghaft auf andere zu, verleugnet sein eigenes, was er da in sich hat, an Bedürfnissen und Abneigungen und baut im Hintergrund Wut auf, die er nicht kommuniziert. Das ist sein Tabu. Für den Verschmelzungstyp ist die tiefste Verdrängung die Wut. Die durfte als Kind nicht sein. Die Abgrenzung. Jetzt kann es sein, oder ist auch häufig so, dass aus dieser ursprünglichen Bewegung eine Kompensation entsteht. Ja, und das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass wenn du Verschmelzungstyp bist, dass dir das total auf den Sack geht. Dich dauernd um andere kümmern zu müssen, ständig für andere da zu sein, ständig nur mit den Gedanken da draußen, das würde jeden zur Weißglut bringen. Bei dir ist es halt, wenn du Verschmelzungstyp bist, automatisiert und wie zwanghaft. Ja? Du scheinst keine andere Option zu haben. Also muss die eigenen Bedürfnisse müssen verleugnet werden. Und was ist das? Was entsteht da? Logischerweise Wut und Hass, was sich im Hintergrund aufbaut. So, hatte ich ja schon gesagt. Und als Kompensation davon
hast du sehr wahrscheinlich, wie jeder Verschmelzungstyp, den anderen Pol heimlich in deinem Inneren am Laufen. Und das sind dann Dinge wie zum Beispiel Träumen von Alleinwohnen am Waldrand, Träumen alleine mit dem Wohnmobil um die Welt reisen. Das heißt, im Geist heimlich wird der Autonomiepol abgefackelt. Und das ist immer so, ja, weil das Gesamtsystem muss sich stabil halten und wir haben immer beide Pole am Laufen. Die Frage ist nur, welchen leben wir zwanghaft nach außen sichtbar aus und was verheimlichen wir und leben das für uns insgeheim und unerfüllt in unserem Innern aus? Also der Verschmelzungstyp muss zwanghaft nach draußen zu den Leuten, träumt aber von einem Autonomiepol, von dem Ausleben des Autonomiepols. Und das wird nicht kommuniziert, wie gesagt. Das ist genauso wie die Wut, das ist das Tabu dieses Types, weil wenn er das kommunizieren würde, dann würde sozusagen dieses Bindungsmuster, diese Pseudolösung zerbröckeln. Und das ging natürlich als Kind nicht. Und als Erwachsener glaubt derjenige immer noch, dass er das nicht mitteilen kann, weil er denkt, wenn das zur Sprache kommt, ist die Beziehung oder die Hoffnung auf Beziehung ist dann kaputt, was nicht stimmt. Nicht zwangsläufig jedenfalls. Deswegen kann es sein, dass du vielleicht denkst, du bist der Autonomietyp. In dem Fall nein, bist du nicht. Bist du nicht. Die Frage ist, wo geht die ursprüngliche Energie hin? Nicht, wie du das intern kompensierst und das ist nachgelagert. Beim Autonomietyp genau dasselbe. Wo geht die primäre Energie hin? Die geht niemals nach draußen zu den Menschen oder zu irgendwas da draußen, sondern immer nach innen, in die Gedanken, ja, oder in die Körperempfindung oder wie gesagt ganz raus. Jetzt ist er natürlich tricky, ja. Jetzt denkt der Verschmelzungstyp vielleicht, der denkt ja über andere nach. Jetzt kann es sein, dass du das wieder verwechselst. Der Autonomietyp denkt aber nicht in dem Sinne über andere nach, weil das über andere Nachdenken ist ja der Fokus nach draußen, sondern der lebt in einer eigenen Gedankenwelt, die keinen Bindungskontext hat. Der wird also nicht unbedingt über andere nachdenken und das, was in ihm los ist und wie die Beziehung ist, sondern das ist eine Gedankenwelt, musst du dir so vorstellen, wo es gar keine anderen gibt. Und das ist nicht das Gedankenprimborium des Verschmelzungstyps. Das ist was anderes. Oder wie gesagt, die Körperempfindungen und Krankheiten und Symptome, da kommt niemand anders drin vor. Und auch nicht bei den transpersonalen Räumen kommt auch niemand anders vor. So, und was macht der jetzt? Der Autonomietyp, der lebt genauso den anderen Pol heimlich aus. Die Autonomietypen haben innerlich, heimlich immer irgendwelche symbiotischen Sachen am Laufen. Drogenkonsum, den ganzen Tag im Internet unterwegs sein, ja, träumen von irgendwelchen Ekstasen und Einswerdungsprozessen, ja, das hört man nicht von den Leuten, das teilen die nicht mit, ja, weil sie ihr Grundbedürfnis nach Nähe und Verschmelzung verleugnen mussten. Aber wie gesagt, die sind immer beide da, die Pole. Also wird es intern heimlich eben ausgelebt oder eben heimlich im Sinne von in der Wohnung abkapseln und mit dem Internet verschmelzen. Das ist eine typische Variante. Also, die beiden Pole sind immer da. Die Frage ist, was wird sichtbar ausgelebt, was heimlich innen? Und je stärker die Traumatisierung, desto weiter auseinander gehen die Pole. Das heißt, je stärker die Traumatisierung, desto massiver ist dieser Antrieb, ja, auf andere zu oder mich zu trennen. Und wenn die Heilung einsetzt, die Transformation, dann kommt das wieder zusammen und plötzlich hat beides Raum. Das wird dann wie eins. Das heißt, im Kontakt mit dem Menschen, mit dem ich zusammenlebe, kann ich sowohl mein Bedürfnis nach Nähe als auch nach Eigenständigkeit und Konflikte, Dinge, die nicht gut sind und wo es Schwierigkeiten gibt, kommunizieren. Ich kann über beides reden. Und vor allem, ich kann die darunter liegenden Emotionen kommunizieren. Und das ist Trauer und Wut. Und in dem Moment wird es wie eins und dann verschwinden diese Pole. Und der Mensch, beide Menschen werden dann vollständig genährt und das Leiden und das Entwicklungstrauma ist zu Ende.
So, das ist nochmal eine Erklärung. Ich hoffe, du blickst jetzt besser durch. Und manche sagen auch, ja, aber kann ich nicht auch beides haben? Ja, wie gesagt, wir haben immer beides. Und je nachdem, wie stark deine Traumatisierung oder deine Verzerrung ist, deine Notlösung, desto näher ist das ja zusammen. Und es kann ja sein, dass du den anderen Pol schon wirklich bewusst wahrnimmst und zum Teil schon in deinem Leben auch in der Beziehung am Laufen hast, dass es nicht mehr komplett heimlich und weitgehend abgespalten ist. Oder auf dem Weg der Heilung kommt das ja zusammen. Also wenn du sagst, ja, aber ich habe irgendwie beides, ja, super, ja, dann bist du auf dem Weg der Heilung und die Traumatisierung ist nicht so stark, ja. Das ist dann, bist du auf dem Weg der Lösung. In dem Moment, wo das beides Raum hat, ist die Sache erledigt. Ja, so viel zu den Grundbeziehungsmustern, mit denen wir die Kindheit irgendwie überlebt haben und jetzt das alles immer noch für real halten.